Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt Olaf Gersemann, den Leiter der Weltwirtschaftsredaktion. Herzlich willkommen. Danke. Also, wir reden zuerst mal über diesen Wegfall der Lohnersatzleistungen. Baden-Württemberg hat das jetzt als erstes Bundesland beschlossen. Wie sinnvoll ist denn das Ganze? Weil was mir als erstes in den Sinn gekommen ist, ist, wenn Menschen sich nicht impfen lassen, jetzt erfahren, dass sie im Falle einer Quarantäne keinen Lohn mehr bekommen, dann lassen sie sich doch einfach gar nicht mehr testen, oder? Genau. Das da gibt es doch keine Quarantäne. Genau. Das kann gut sein. Also ich glaube auch nicht, dass das der Game Changer ist. Dadurch wird die Impfkampagne am Ende nicht gerettet werden. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber den Leuten, die sich haben impfen lassen, die jetzt nicht mehr in Quarantäne müssen, weil sie sich nicht mehr infizieren, die das dann halt mitzahlen sollen. Also da kann man schon die Frage nach dem Warum stellen. Jetzt ist das ja unterschiedlich geregelt. Jedes Bundesland macht da noch, was es will. Gesundheitsminister Spahn hat schon gesagt, man will sich jetzt da einigen auf eine bundeseinheitliche Regelung. Was glaubst du denn, wie wahrscheinlich ist es denn tatsächlich, dass wir hier bundeseinheitliche Regeln bekommen? In der Vergangenheit war das ja immer schwierig in der Pandemie. Ja, vor allem ist es überhaupt sinnvoll. Also wenn man sich Bremen anschaut, da sind bereits 85% der über 18-Jährigen vollständig geimpft. Da ist der Problemdruck ein ganz anderer als man wegen in Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen, wo wir bei unter 70% sind und wo sich auch nicht mehr viel tut. Das heißt, der Problemdruck ist dort viel größer, der Handlungsdruck, da was zu tun, als zum Beispiel halt in Bremen oder auch in Hamburg oder Nordrhein-Westfalen. Du bist ja Leiter der Wirtschaftsredaktion. Lass uns doch mal auf die Summen blicken, also vor allem Symbolpolitik, würde ich jetzt mal sagen. Aber was spart sich der Staat dadurch denn tatsächlich? Ja, da geht es um wenige Dutzend Millionen Dollar, Euro. Ich wollte gerade sagen Dollar, Euro. Also wirklich, das ist halt nicht der große Unterschied für die Staatsfinanzen. Das ist wirklich eine Frage des Prinzips und natürlich auch der Symbolik. Natürlich ist es auch richtig, wenn das Gemeinwesen den freiwillig Ungeimpften klar macht, du machst etwas, wenn das schief geht, sozusagen durch eine Infektion, musst du auch die Konsequenzen tragen. Heute gibt es ja noch andere Regelungen. Mehrere Bundesländer ändern ihre Corona-Regeln, zum Beispiel in Berlin. Wollen wir uns mal anschauen, was ab heute gilt. Bald schon soll hier wieder geschunkelt und gefeiert werden. Am Berliner Schlachtensee wird zum Oktoberfest geladen. Dank des neu geltenden 2G-Optionsmodells mit weniger Regeln und dafür mehr Gästen. Die müssen entweder genesen oder geimpft sein. Bloß getestet reicht für den Infektionsschutz nicht mehr aus. Oktoberfest ist einfach eng, kuschelig. Nach zwei Jahren, würde ich sagen, zwei Jahren Oktoberfest frei, wird die Feierlaune der Menschen intensiver sein. Ungeimpfte müssen draußen bleiben, so wie überall, wo 2G gilt. Doch das trifft nicht nur Impfverweigerer, sondern auch alle Kinder unter 12 Jahren. Für die empfiehlt die Ständige Impfkommission derzeit noch kein Vakzin. Das Deutsche Kinderhilfswerk kritisiert 2G deshalb als kinder- und familienfeindlich. Wir werden überprüfen, inwieweit hier ein verfassungsrechtlicher Widerspruch besteht, so Bundesgeschäftsführer Holger Hofmann. Bei vielen ebenfalls für Unmut sorgt auch das Regelwirrwarr der einzelnen Bundesländer. Bundesweit die strengsten Regeln gelten derzeit in Baden-Württemberg und Sachsen, wo ab einer bestimmten Belegung der Intensivbetten 2G automatisch zur Pflicht wird. In 7 Ländern können Veranstalter 2G aktuell optional anwenden. In allen anderen Ländern gilt noch die 3G-Regel. Zudem dürfen ab heute Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen für die Zeit der Krise vom Arbeitgeber gefragt werden, ob sie geimpft sind. Bei den Gegnern der Corona-Maßnahmen regt sich deshalb Protest. In Stuttgart knöpft sich Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock mehrere von ihnen vor, die versuchen, ihren Wahlkampfauftritt zu stören. Auch wenn sie jetzt doppelt laut pfeifen. Jetzt ist es an der Zeit, Schulen und Kitas sicher zu machen. So wie hier in Baden-Württemberg mit Luftfiltern. Und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass man sich impfen lässt. Das sind wir unseren Kindern schuldig. Denn für mehr Freiheit brauche es auch mehr Geimpfte. Doch zuletzt stagnierte die Impfquote in Deutschland bei rund 62%. Für die vielbeschworene Herdenimmunität zu wenig. Und wir blicken noch mal ganz kurz auf dieses Beispiel Berlin. Der Berliner Senat hat also dieses 2G-Optionsmodell beschlossen. Ausnahmslos. Auch
keine Ausnahmen für Kinder unter 12 Jahren, die sich ja im Moment gar nicht impfen lassen können. Jetzt sind sie schon wieder zurückgerudert, wollen sich noch mal beraten. Aber natürlich fragt man sich da, was ist denn da los? Wer regiert da die Hauptstadt? Das kann man sich gelegentlich fragen. Ich glaube, sie haben es wirklich einfach nicht zu Ende gedacht. Sie haben es tatsächlich so geplant, es nicht zu Ende gedacht und dann erst insistiert, ja, das ist wirklich so gemeint, bis ihnen dann aufgefallen ist, oh, wir stecken ja im Wahlkampf, das können wir so nicht machen. Weil es gibt natürlich zu Recht einen Riesenaufschrei, wenn jeder Gastronom zum Beispiel einen Anreiz erhält, ich mache den Laden jetzt ganz auf, aber nur für geimpfte Erwachsene und lasse die Familien außen vor, weil das ist für mich, rechnet sich für mich viel mehr, als wenn ich nur die halbe Kapazität nutzen kann, dann aber die Kinder dazu hole. Also das kann natürlich so nicht bleiben und ich glaube, das wird auch nicht so bleiben. Das wird ganz schnell zurückgerudert werden. Blicken wir mal auf die Infektionslage insgesamt hier in Deutschland. Die Inzidenz, die ist wieder so leicht gesunken. Man ist so ein bisschen unschlüssig. Also es geht jetzt nicht, dieser fulminante Verlauf, den das RKI immer angekündigt hat, den haben wir nicht, den sehen wir nicht. Zurück geht die Inzidenz aber auch nicht. Wo stehen wir aktuell? Naja, so ein bisschen zurück geht sie ja. Sie ist ja unter 80 zum ersten Mal seit fast 2 Wochen. Wenn man zurückblickt in das letzte Jahr, da gab es auch so Ende August so eine Phase von knapp 3 Wochen. Da sind tatsächlich auch die Zahlen zurückgegangen von einem geringeren Niveau aus, aber sie sind zurückgegangen. Und dann erst so um den 4., 5. September herum begann die zweite Welle. In diesem Jahr ist es so, dass es zum selben Zeitpunkt begann und mittlerweile seit fast 30 Tagen anhält und noch kein Ende in Sicht ist. Also es ist so ein bisschen, man wartet darauf, dass jetzt so der nächste richtige Schwung kommt, aber er kommt im Moment nicht. Kann natürlich sein, das wäre die große Hoffnung, dass sich das Impfen da doch auszahlt. Kann aber auch sein natürlich, dass wir in 2 Wochen wieder in einer Situation sind mit sehr stark steigenden Zahlen. Es wird ja auch immer gesagt, die Impfquote, wir sind jetzt knapp über 62%, die ist viel zu niedrig, dass wir diese vierte Welle stoppen können. Also, wie ist denn deine Einschätzung? Wird diese 2G-Regelung, wenn die jetzt erweitert wird, dann die große Wende bringen? Wird das wirklich mehr Ungeimpfte noch zur Impfung überzeugen? Na, ich glaube, man muss zum jetzigen Zeitpunkt alles versuchen. Man muss halt wirklich aufklären, man muss dafür werben, man muss positive Anreize schaffen. Das berühmte Würstchen auf dem Möbelhausparkplatz und so weiter, auch das soll man alles machen. Finanzielle Anreize schaffen, finanzielle Vergünstigungen wie die Lohnersatzleistung zu streichen. Natürlich muss man aus allen Rohren versuchen, diese Impfquote hochzubringen, weil darauf wird es im Winter schon ankommen, auch und gerade im Sinne der Kinder und Jugendlichen, die noch nicht geimpft werden können. Vielleicht ganz kurz noch zum Schluss. Gestern kam ganz abrupt die Meldung, die Bundesregierung bereitet sich schon auf einen neuen Lockdown vor. Was ist denn von solchen Meldungen zu halten? Eigentlich haben wir alle gesagt, auch Jens Spahn, es wird keinen Lockdown mehr geben, zumindest für die Geimpften und Genesenen. Das kann ich mir im Moment auch noch nicht vorstellen. Andererseits, wenn uns die Pandemie etwas gelernt hat, dann doch Demut. Wir wissen einfach nicht, was als nächstes kommt. Wir wissen nicht, wie schlimm es wird. Könnte es theoretisch noch sehr hohe Zahlen geben? Natürlich mit einer Belastung der Krankenhäuser könnte es geben. Die große Hoffnung ist natürlich, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen. Olaf Gersemann, ganz herzlichen Dank für die Einschätzung und den Besuch hier bei uns im Studio. Danke.